Ihr habt beim letzten Shortcut-Video das Like-Goal zerstört. Über 30 Likes sind es geworden, ihr braucht nur 25 und dir, wie versprochen, das folgende Shortcut-Video. Ich würde sagen, heute machen wir mal die 30, weil ich würde nur noch ein finales Shortcut-Video zu 150 ohne Pilze bringen. Natürlich können danach noch welche in 200 oder welche mit Pilzen kommen. Aber hier nochmal 5 weitere wichtige Shortcuts für 150 CCM ohne Pilz. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Schaut es euch mehrfach an, nicht nur einmal. Dann erfahrt ihr, ja, dann könnt ihr sich einfach mehr angucken und einfach mehr aus eurem, ja, sichtlichen, visuellen Lernen rausnehmen. Gerne Fragen in den Kommentaren stellen. Ihr könnt auch gerne auf Twitch vorbeischauen, mir dort Fragen live im Chat stellen. Das ist natürlich am einfachsten und dann bekommt ihr eure Antwort auch am schnellsten. Aber jetzt rein ins Video. Viel Spaß mit den Shortcuts und nicht vergessen, 30 Likes, dann kommt das nächste, letzte Shortcut-Video. Viel Spaß! Der erste Shortcut findet auf Mario Kart Stadium statt. Ne? Erste Strecke, erster Shortcut. Wir können hier einmal das Offroad hüpfen und danach hier noch diesen machen. Es sind eigentlich zwei Shortcuts, aber ich dachte, ich packe sie euch einfach beide mal rein. Wir sehen es natürlich wie beim letzten Mal auch in Zeitlupe. Also wichtig, zweimal nach links hoppen, direkt wieder driften, mit einem SMT natürlich. Dann einen SMT in den Cut chargen, ein bisschen wide gehen, dann einmal nach rechts hoppen, einmal neutral hoppen und wieder raus hoppen, dabei driften. Es ist ein bisschen, ja, tricky, das Ganze zu machen. Hier, ihr seht, ich snake weiter und dann, ja, hier wieder wie auf Hyrule Circuit beim letzten Mal. Erst Drift releasen, dann hüpfen, nicht beides gleichzeitig und dann sollte auch diese Rampe kein Problem für euch sein. Ja, probiert einfach ein bisschen aus, wie es für euch funktioniert. Ich sehe, ich bin hier tight mit dem SMT, charge in den nächsten SMT hier rein und hüpfe, ja, durch den Cut, wie es mir halt gefällt. Es ist wesentlich schneller und ist ziemlich einfach zu lernen. Ja, weiter geht's mit dem nächsten. Weiter geht es auf GBA Marios Piste. Hier gibt es einen schönen Shortcut am Ende, wo man einfach über die Reifen springt und wesentliche Zeit spart. Ihr seht es natürlich gleich nochmal in, ja, verringerter Geschwindigkeit. Also, mit dem Hop ist es einfacher, mit dem Hop nach rechts, den müsst ihr nicht machen, aber ich finde es damit wesentlich einfacher, das Ganze auszurichten. Und dann chargt ihr einen gelben Drift, lasst ihn los auf dem, ja, auf dem kleinen Sandstreifen und hoppt dabei. Also diesmal wirklich gleichzeitig, nicht zuerst Drift releasen und dann hüpfen, sondern wirklich gleichzeitig. Probiert darauf zu achten, dass ihr wirklich auf diesem kleinen Sandstreifen seid und dann könnt ihr den bald auch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Shortcut, dann gerne in die Kommentare, ich bin immer da für euch. Und ja, hier noch einmal, wenn man links bleiben möchte. Und dann habt ihr es auch. Weiter geht es mit einem sehr technischen Shortcut. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wieso technisch, den kann doch jeder. Wichtig, manchmal gibt es Spieler, die nicht wissen, wie man auf der zweiten Rampe landet. Das ist ganz wichtig, dass ihr bei dem ersten Trick hier nach rechts haltet, während ihr trickt, sodass ihr auch noch auf der zweiten Rampe landet. Ihr seht es hier, nach dem Landen einfach tight halten und dann kann man ja, direkt die Rampe nehmen. Und wenn ihr beim, ja, beim Trick nach rechts haltet, solltet ihr auch immer die zweite bekommen. Ansonsten fliegt man nämlich da so rüber und ja, das will man nicht. Deswegen ganz wichtig beim Trick, den Stick nach rechts halten. Hier seht ihr es nochmal und ja, Lap 3 könnt ihr da mit einem schönen Slide ins Ziel. Der nächste Shortcut befindet sich auf Mute City. Hierbei einfach einen UMT chargen, dann hier einen MT loslassen und hier mit einem Hop auf der Rampe landen. Ganz wichtig, ich erkläre es gleich nochmal im, ja, im Dingensmodus. Viele denken, das geht noch auf 200cc, Zeitlupe jetzt einmal genau. Es geht auch auf 150cm ohne Pilz und ihr seht hier noch einmal in schöner Geschwindigkeit. Verringerung, I don't know, Zeitlupe, ganz einfach. Hier dann den, nach dem UMT, den MT, nach dem Boost Panel releasen. Und dann hier mit einem schönen Hop rüber. Wichtig bei diesem Hop. Ganz wichtig, dass ihr den, euren Stick nicht berührt. Dass ihr nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach rechts, nicht nach links haltet. Einfach euren Stick loslassen und hoppen. Das ist ein sogenannter Neutral Hop. Das bedeutet, ihr gebt eurem linken Stick keinen Input und hoppt einfach nur. Damit kommt ihr am weitesten. Und dann sollte dieser Shortcut für euch super funktionieren. Probiert es ein paar Mal aus. Es ist ein richtig nices, eigentlich auch ein richtig nicer Flow, der davor vor dem Shortcut ist und man ist einfach in dem Flow drin und kann den dann, wenn man ihn so ein bisschen, ja, geübt hat. Und der wichtigste Shortcut in diesem Video befindet sich auf Rimroad. Eigentlich sind es zwei, aber eigentlich gehören beide zusammen. Deswegen einmal hier der erste, einfach hier ganz geradeaus fahren, ganz locker und hier rüber driften und dann auf der Rampe landen, hopp nach links, um dann hier den Glider zu nehmen. Natürlich seht ihr das gleich nochmal in wunderschöner Zeitlupe.
Das bedeutet, ihr bewegt euch auf die Rampe zu. Und ja, viele halten diese Shortcuts für sehr schwierig, aber sind sie eigentlich nicht. Die sind relativ normal, sie zu nehmen. Und wenn man sie ein bisschen übt, dann kann man sie eigentlich auch. Genau, hier einfach geradeaus fahren, vorher einmal tricken, wenn ihr könnt, wenn die Wellen es gerade zulassen. Und hier auf diesen Stern achten. Ihr seht diesen Stern genau hier, auf den achten. Wenn ihr an dem lang fahrt, seid ihr eigentlich immer auf Nummer sicher, dass ihr dort auch richtig im Shortcut landet. So, genau, nach dem landenden Hop nach links habt ihr gesehen, dann tricken und in den Glider tricken. Und dann habt ihr es eigentlich wunderschön gemacht, dass ihr den Shortcut immer gut nehmen könnt. Manchmal sind die Wellen so ausgerichtet, dass ihr sogar mit einem Trick auf die, ja, auf die letzte Rampe könnt. Das seht ihr einmal hier, nochmal in normaler Geschwindigkeit. Also wenn ihr hier einfach trickt und dann driftet und dann mit eurem MT nochmal trickt, wieder genau bei dem Stern. Und dann sollte der Shortcut für euch super funktionieren und der float eigentlich richtig cool. Das ist ein richtig schöner Shortcut. Und das war's mit dem Video. Wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Und ja, wenn ihr welche direkt stellen wollt, dann auf Twitch. Citronino, da heiße ich genauso. Und ja, dann habe ich nichts weiter zu sagen. Vergesst das Like wohl nicht. Dann kommt noch ein drittes, letztes Shortcut-Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir hören uns. Tschüss.